Eine optische Täuschung ist, wenn man etwas sieht, das man noch nicht kennt und falsch interpretiert. Weil Täuschung, es fragt sich, ist das, was in uns innen passiert, wie wir es interpretieren, das ist vielleicht falsch, also unecht. Während das Objekt selber, das uns täuscht, das ist echt. Das hat ja eine Form. Es ist also materiell vorhanden, aber wir tun es falsch interpretieren. Wie beispielsweise bei diesem Würfel. Wenn man vorbeigeht, dreht er mit, ein Türchen geht auf und ein Spielteufel kommt raus. Ich war im Tierpark und habe dort vor einem Vivarium einem Chamäleon zugeschaut. Ich habe gesehen, dass das mit dem Auge nach vorne schaut, mit dem anderen nach hinten. Er hat sich wahrscheinlich überlegt, welches Insekt das jetzt besser wäre, zum Packen. Und in diesem Moment habe ich mir überlegt, was hat das Tier für ein Weltbild, das vorne und hinten gleichzeitig sieht. Und so bin ich darauf gekommen, dass Bilder, wo man aus sogenannter Doppelansicht, wo man unten rauf und oben runter sieht, dass dort die Richtungsbegriffe nicht mehr angewendet werden können. Und das wiederum hat mich dann inspiriert, immer weiter zu forschen auf diesem Gebiet, wo dann zumal, das war also vor über 60 Jahren, absolut noch eine Neuheit war. Immer unter dem Titel optische Täuschungen habe ich verschiedene Arten versucht auszuloten. Immer mit dem Ziel zu wissen, was passiert in unserem Hirn. Warum sehen wir das so und nicht anders? So habe ich also ganz verschiedene Techniken entwickelt. Zum Beispiel Doppeldeutigkeit. Da sieht man ein Liebespaar. Und zwar sehen das alle erwachsenen Leute. Aber kleine Kinder, die sehen hier nur Delfine. Eine andere Möglichkeit, die wir haben, ist mal unmögliche Objekte zu schaffen mit Hilfe der unmöglichen Dreiecke. Das heisst, das Tripaar von Penrose. Das war ein Mathematiker, der das herausgefunden hat. Und mit dem kann man natürlich so hier zusammengefügt ein Schwungrad machen, was unmöglich ist. Wir haben optische Täuschungen in Bildern, zweidimensionale. Dann haben wir optische Täuschungen in Statuen, dreidimensionale. Dort spielt noch Bewegung mit. Und optische Täuschung, die rein nur aus Bewegung besteht, ist beispielsweise der rotierende Tunnel, wo wir das Gleichgewicht verlieren. Raumvision ist, man kann es auch Raumspiegelung nennen, ist etwas, das man sieht, das sich da bewegt. Und wenn man reingreift, ist es gar nicht vorhanden. Das ist eine Technik, die ich vor 35 Jahren erfunden habe. Das heisst also, wir können dort drinnen Sachen zeigen, die sich bewegen. Wie beispielsweise ein Kolibri, der fliegt, oder ein Schmetterling, oder was auch immer. Und doch ist dort drinnen gar nichts vorhanden, sondern es wird dort drinnen gespiegelt.